Da gibt es die Menschen, bedecken sich mit Mänteln. Eine unglaubliche Szene. Die meisten drücken weg. Manche, die in meine Richtung gingen, sie starrten. Sie waren am Telefonieren mit ihrem Handy. Sie weinten. Leute berichteten, was sie vorher gesehen hatten beim Zusammenbruch des ersten Turms. Natürlich haben viele auch den anderen Turm einstürzen sehen. Und dann andere Zuschauer, die bei mir vorbeikamen, Ruß überschüttet. Man konnte von dem Punkt, wo ich war, kaum nach dem südlichen Manhattan hinsehen. Die Leute wurden weggeschubst. Die Polizei sagt, raus, geht hier raus. Die Leute wurden evakuiert. Eine unglaubliche Szene. Sie sehen hier ein Bild vom Helikopter aus, vom Hubschrauber, die Freiheitsstatue über den Hafen, ein Blick. Sie sehen den Rauch im Hintergrund, die Verwüstung, die Tragödie. Hinten im Hintergrund, die Tragödie entfaltet sich weiter vor uns. Viele offene Fragen gibt es. Wir haben einen Bericht, dass eine Autobombe explodiert sei am Außenministerium. Wir arbeiten daran, dafür Bestätigungen zu bekommen. Howard Safer, ein früherer Polizeichef hier in der Stadt New York, er war seit ein paar Minuten. Mr. Safer, wenn Sie das sehen, wenn Sie sich das anschauen, was erkennen Sie? Ich sehe etwas Unerglaubliches, Unvorstellbares. Es ist der Albtraum eines Polizeichefs. Es war eine gut geplante, gut koordinierte Anschlagsszene. Der Verlust an Menschenleben ist einfach unerhört, unglaublich. Das wird die Möglichkeiten dieser Stadt bis ans Ende strapazieren. Haben Sie besondere Kenntnisse, Informationen, die Anzahl der Opfer, der Verletzten, wie viele noch drin sind in den Gebäuden? Bekommen Sie solche Informationen? Naja, ich weiß, 50.000 Menschen arbeiten im World Trade Center. Ich weiß, jeder Krankenwagen, jede Feuerwehr ist draußen, ist im Einsatz und dorthin geschickt worden. Es ist unvorstellbar. Die Menschenleben sind unvorstellbar hoch. Die Verluste sind sehr hoch. Was sind die Pläne der Stadt New York für solche Vorfälle? Ganz ehrlich gesagt, ein solcher Plan, hat der solch einen Umfang an Katastrophe? Nein, wir haben eine Notstandszentrale, eine Eingriffszentrale. Das ist so gut wie sonst wo auf der Welt, aber niemand hätte an derartige Katastrophen wie den Verlust der zwei Türme gedacht, auf eine solche Weise. Was würden Sie vermuten, was dort passiert ist? Was macht die Polizei? Was ist das Erste, was polizeilich geschehen muss? Na, zunächst feststellen, wer behandelt werden kann, die Krankenwagen hinzuschaffen, in die Krankenhäuser. Alle Krankenhäuser sind im Einsatz und sind offen. Das ist die Situation. Es ist wie ein Kriegsgebiet. Man muss es wie ein Kriegsgebiet behandeln. Man muss Frontlinien haben. Man muss den unterstützenden Bereich haben. Ständig Leute im Einsatz. Ich war früher Leiter der Feuerwehr, bevor ich zur Polizei ging. Aber ein solcher Hochhausbrand ist kaum zu bekämpfen. Würden Sie sagen, dass jeder Polizist jetzt, 41.000 Polizisten haben wir in der Stadt, würden Sie sagen, jeder Feuerwehrmann ist aufgerufen, 14.000 Mitglieder der Feuerwehr, und wir kriegen sicherlich Ausrüstungsunterstützung von den Nachbargemeinden. Das ist eine solch große Übung. Der erste Angriff auf das World Trade Center war relativ klein, der damals, und das war oben im Gebäude. Kompliziert ist das? Ja. Ab dem 10. Stock ist es kaum zu bekämpfen, kaum ein Feuer im Hochhaus zu bekämpfen. Es sei denn, man hat diese Wasserdruckprobleme. Man kann Feuerwehrleute hochschicken, aber das ist ziemlich erfolglos. Der Techniker, der Architekt, der das machte, der das plante, hat gesagt, ein direkter Einflug einer 707 würde dem standhalten. Das war offensichtlich nicht der Fall. Wir bekommen Berichte herein, viele Berichte. Wir wollen da vorsichtig sein. Erst wenn wir Bestätigungen haben, wollen wir das sagen. Eine 747
sei es gewesen in Pennsylvania. Das ist aber bisher unbestätigt. Wir wollen das weiter nachprüfen. Ich komme noch mal zu dem Polizeichef zurück, zu dem früheren. Wir haben Gebäude in Washington, die evakuiert werden. Das Weiße Haus, das Verteidigungsministerium. Wir haben einen Bericht, dass es einen Zusammenbruch eines Teils des Pentagon selber gab. Eine Explosion, Sie sehen rechts das Pentagon, und das ist eine Direktübertragung jetzt. Und links sehen Sie die Skyline von New York, die Situation, wie sie sich jetzt darstellt. Beide Türme des World Trade Center sind eingestürzt. Heute Morgen, als die Menschen zur Arbeit kamen, alle Flugplätze sind inzwischen geschlossen worden. Die Flüge sind alle eingestellt. Die Flüge nach New York sind nach Kanada umgeleitet worden. Das Weiße Haus ist geschlossen. Der Präsident war in Florida und hat kurz zu uns gesprochen. Er sagte im Kern, das Einzige, was man in solchen Momenten sagen kann, dass die Regierung alles tun wird, was sie kann, um die Verantwortlichen zu jagen und zu kriegen. Offensichtlich eine außerordentliche Krise für den Präsidenten und die erste große Krise, mit der er sich auseinandersetzen muss. Das Flugzeug, das in China zur Landung gezwungen wurde, ist eine Bagatelle im Vergleich zu dem, was er jetzt aushalten muss. Er ist mit Air Force One hierher unterwegs. Es dürfte der größte Schlag gegen die USA sein, den es je gegeben hat. Eine Terrorwelle heute in New York und in Washington. Vor allen Dingen in New York ist das World Trade Center vor wenigen Minuten, der zweite Tower, eingestürzt. In Washington Angriffe auf das Außenministerium und auf das Pentagon. Es tagt der Bundessicherheitsrat unter Leitung von Bundeskanzler Schröder. Schröder wird um 18 Uhr ein Statement abgeben zu dieser Katastrophe. Es wurden inzwischen auch bei der Lufthansa ein Krisenstab eingerichtet und es wurden alle Flüge aus Europa, aus Deutschland in die USA abgesagt. Bisher gab es aber keine Unregelmäßigkeiten im europäischen Luftraum, so die bisherigen Informationen. In den USA wurden inzwischen alle Flüge über Kanada umgeleitet, beziehungsweise es starten derzeit auch gar keine Flüge mehr. Und die Flugzeuge, die sich noch in der Luft befinden, müssen den nächstgelegenen Flughafen jeweils anfliegen. Offenbar sind tausende Menschen wohl ums Leben gekommen, denn immerhin im World Trade Center pro Tower arbeiten ca. 30.000 bis 50.000 Menschen. Und Reuters hat soeben gemeldet, dass bereits vor 3 Wochen die USA einen Hinweis bekommen haben, wohl auch von Osama Bin Laden, dass es einen Angriff auf die USA gibt. Und auch die Börsen, Lars Brandau, haben heftig reagiert. Die deutschen Aktienwerte sind im Verlauf des Nachmittags nach diesen Flugzeugkatastrophen in New York City und Washington eingebrochen. Der DAX stürzte quasi im freien Fall um mehr als 8% auf 4.247 Punkte. Notierte damit auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 98 und auch am neuen Markt fiel der DMAX 50 Index um mehr als 5% auf einen Rekordtief von nunmehr 855 Zählern. Auch in Frankfurt ist man natürlich schockiert. Die Aktien der Lufthansa und auch Versicherungswerte gerieten deutlich unter Druck, insbesondere Banktitel auch noch. Die Titel der Münchner Rück zum Beispiel führten zeitweise die Verliererliste an nach einem Abschlag von fast 18% und die Allianz auch verloren 12%. Also es gibt auch auf breiter Front ganz sicherlich hier Reaktionen. Und wenn alles gut geht, ist jetzt auch Roger Ornay wieder aus Washington zugeschaltet. Roger, es gibt die Nachricht, dass es sich bei der Bombe im Pentagon offensichtlich nicht um ein Flugzeug gehandelt hat, sondern vielleicht um eine Autobombe. Können Sie das bestätigen? Also es gibt hier Gerüchte und es gibt noch keine Bestätigung, keine offizielle Stellungnahme der Polizei. Es wird von Flugzeug, bisher wurde von einem Flugzeug gesprochen, das mit der Autobombe, haben hier lokale Radiostationen berichtet. Das muss man abwarten. Wie gesagt, momentan ist man damit beschäftigt, hier die Situation zu klären und vor allen Dingen natürlich auch weitere Anschläge zu vermeiden. Und die staatlichen Stellen, also alle Ministerien etc., haben inzwischen den heutigen Tag frei bekommen. Das heißt, die Evakuierung wird weitgehend durchgeführt. Die Metro hat ihre Dienste
eingestellt, denn man will auch hier natürlich alle Eventualitäten ausschließen. Darüber hinaus ist eine Brücke hier gesperrt worden. Ist eine Brücke, die die Verbindung zwischen Washington und Virginia aufrechterhält.